Fertig. Dann einmal aufräumen, bitte. Das sehe ich noch ein bisschen Zeit, ne? Dann ab. Ja, komm, hau dich mal vor den Fernseher. Du kannst nebenher noch was spielen. Wir sind bei, na, 75, 25. Aber gut, vielleicht reicht's ja auch schon. Für den Aufstieg. Jips. Ach, auf Süßkram hätte ich tatsächlich auch mal wieder Lust. Gucken, wenn ich dann irgendwann noch mal einkaufen gehe, die Tage. Dass ich mir da ein bisschen was mitnehme. Ja, Toilettenpapier ist bei uns mittlerweile auch wieder. Also zumindest wenn ich einkaufen war. Mitwohner hat es zwar gemeint, sie hätte es gerade nichts gekriegt. Aber zumindest Netto, Lidl, wenn ich unterwegs war, gab es noch Zeug. Ein Schokohasen. Wie niedlich. Hey, guck mal. Wir haben einen Koch gelernt, den wir die ganze Zeit am Handy Spiele gespielt haben. Und im Hintergrund Dings haben laufen lassen. Sehr gut. Ja, ist ja, wird ja, ich glaube, morgen soll es hier irgendwie 26, 27 Grad werden. Ich glaube, dann gehe ich morgen noch eine Runde spazieren, bevor wir dann mit Pen Paper anfangen, morgen Mittag oder Nachmittag. So, mal schön weiter. Mach einfach mal so ein Foto, bitte. Ich dachte, wir können da irgendwelche Sachen fotografieren in dem Haus. Aber gut, so geht das natürlich auch. Achso, ne. Dann geh halt erst arbeiten. Hup, hup. Oh ja, das sieht doch gut aus. So, das haben wir schon mal erledigt. Und sogar 75%. Das könnte für einen Aufstieg reichen. Hup, hup. So, ab zur Qualitätssicherung. So, dann müssen wir jetzt programmieren lernen. Das heißt, Bücher dafür kaufen. Dann darfst du jetzt endlich mal lesen. So. Fähigkeiten. Gitarre, Gärtnern, Klavier, Logik. Programmieren. Ein- und ausschalten. Na, ich kann ja. Nehmen wir Teil 2 gerade schon mal mit. So, und zur Belohnung darfst du eine Runde Pizza bestellen. War das bei Haushalt? Pizzaservice, hey. Kindersitter? Na, vielleicht auch noch irgendwann. Ja, genau, aber dann habe ich es schon mal da. Ja, genau, ich hatte es irgendwie heute Mittag im Radio gehört, als ich in der Küche war. Zum Essen machen. So, was holen wir denn für eine Pizza? Käsepizza, Salami-Pizza oder kanadische Speckpizza? Dürft ihr mal entscheiden. Was gibt's denn Feines? Kostet ja alles das Gleiche. So als Beförderungsbelohnung. Ich glaube, wenn ich sie nur wäre, würde ich mir jetzt. Oder ich glaube, sie hat das ja tatsächlich mal gemacht, dass sie irgendwie für eine
bei einer Beförderung oder bei irgendeiner Bonusauszahlung sich dann Pizza als Belohnung, eine Käsepizza geholt hat. Speckpizza? Sagen wir, das heißt, wir haben jetzt alle. Wer möchte noch seinen Hut mit in den Ring werfen? So bringt das ja nicht allzu viel. So, ja genau, morgen 26 Grad in Köln. 4 Grad wärmer als heute. Ah ja, Gebo, weil du es ja neulich auch mal angesprochen hattest. Ich habe es tatsächlich gestern mal hingekriegt, einigermaßen funktionabel Android 10 bei mir auf dem Handy zu installieren, weil vorher ging halt über Android 8 ging das alles, also es ging schon, aber dann hat halt die Kamera nicht funktioniert, der Fingerabdrucksensor geht glaube ich immer noch nicht und so Zeug. Jetzt geht zumindest immerhin die Kamera, das heißt, es ist zumindest ansatzweise nutzbar als tägliches Ding, aber ich muss mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was rumgebastelt kriege. Und für Notfälle habe ich halt noch meine Sicherung von dem alten System gemacht, aber das war halt echt, das war ein ziemlicher Akt, das da drauf zu kriegen. So, dann, keine Ahnung, mache ich halt einfach mal kurz die Augen zu und es wird die Käsepizza. Ahornsirup wahrscheinlich. So, sehr gut. Ach, da muss auch leider jemand aufs Klo. Hoho. Können wir gerade machen, bevor die Pizza kommt. So. Na gut, das gibt's aber deutlichen Bonus. $7 mehr pro Stunde. 7 Simoleons. Und ein Edelstahlomat. Das war, glaube ich, im Inventar drin, oder? Die Qualität schlecht. Das können wir jetzt benennen. Kann ich mir das auch nochmal angucken? Nennen wir es No Filter. Hey, da wartet jemand auf uns. Geh doch nicht schlafen. Hier, nimm eine Pizza. Obwohl Bake auf der Pizza eigentlich gar nicht so schlecht ist. Grill me Chimcha. Ich glaube, das war das von, ich weiß gar nicht, was das war. Das können wir auch verkaufen. So, dann lass dir mal schmecken. Ach gut, wir haben jetzt 15 Stunden mit der Qualitätssicherung. Können wir wirklich noch eine Runde pennen. Genau, die Bücher ist und Pizza ist unterwegs. Danke. Ja, ist ja in Ordnung. Na, ich bin jetzt nicht mehr so wirklich. So, wenn du fertig gegessen hast, packst du mal in den Kühlschrank bitte. Das ist jetzt zumindest noch einigermaßen haltbar. Dann sollten wir, glaube ich, mal pennen und dann können wir direkt mal loslegen. Und eine Runde programmieren lernen. Wird ja Zeit. Pizza könnte ich glaube ich auch mal wieder bestellen. Ja, vielleicht mache ich das dann bei Ostern.
dass dann auch den Restaurants ich, also dass ich da vielleicht noch ein bisschen was zu beitragen kann. Erstmal, um meine Faulheit zu unterstützen, und zum anderen tun wir dann auch den Restaurants was Gutes. So, genau, dann kannst du jetzt mal eine Runde pennen und morgen in aller Frühe programmieren lernen. Dass das was wird. Wie hast du jetzt Arbeitszeiten eigentlich? Auch wieder von 10. Ach so, gut, wir sind jetzt halt deutlich früher nach Hause gekommen, glaube ich. Und noch Videospiele spielen. Aha. Haben wir einiges zu tun. Können wir das so eben hier vielleicht machen. So, da ist jemand fit, wie es scheint. Nee, wenn du da, du kannst natürlich gern da rummachen, aber lies doch mal das. So, sehr gut. Stufe 1 haben wir dann jetzt schon. Stufe 2 wird aber nichts mehr werden. Beastman kann jetzt hacken und das Programmieren üben. Je höher der Fähigkeitslevel, desto mehr Möglichkeiten zum Hacken werden freigeschaltet. Cool. Ja, schon bei der Verbrecherkarriere war es ja, glaube ich, so, dass der, also dass wir, glaube ich, keine großartigen an. Doch, wir hatten, glaube ich, die Schelmfähigkeit, die haben wir sowieso gelevelt gehabt. Durch die Interaktion. Das mit dem Sozialen müssen wir auch mal machen, aber das mal vielleicht dann, wenn der Kollege ein wenig Freizeit hat. Ein Spiel mit dem E-Sport dann zocken. Eigentlich auch bis dahin hat er genug Geld, um sich mal einen Rechner zu holen. Wüsste er eigentlich. Düdüp, ja, das bist, glaube ich, Karina, also Frau Caliente, die hier vorbeijoggt. Mir auch bekannt vor, die Klamotte. Und die roten Haare. Ich könnte das ja auch ein bisschen beschleunigen, ne? So. Na genau, kannst du noch ein bisschen klappt das so? Nee, scheinbar kannst du nicht gleichzeitig lesen und essen. Ist doch ein bisschen überfordert, der arme Sim. Oder? Klappt das? Klappt das? Klappt nicht. Naja. Kannst du gleich noch ein bisschen weiterlesen, beziehungsweise essen. So, das soll es dann mal gewesen sein. Ist mal noch fertig. Und dann kannst du arbeiten gehen. Mampf. Zwar nicht so hundertprozentig fit, aber sollte auf jeden Fall reichen. Ist ja alles noch im grünen Bereich soweit.
fröhliches Wegräumen. Na gut, aufs Klo kannst du ja auch bei der Arbeit, das passt. Dann einen schönen Arbeitstag dir. So, ich hätte wahrscheinlich eh noch einen zweiten Tag gebraucht, dass wir hier einigermaßen in den grünen Bereich kommen. Schon wieder Hunger? Du hast doch gerade Pizza gegessen. So, und wieder 300. Sehr gut, sehr gut. Weißt du was, wenn du gerade schon mal hier draußen bist und so ein bisschen hygienisiert, geh mal joggen. Dafür hast du ja noch, bist ja noch fit genug. So, los geht's. Hey, Wollinchen. Ich glaube, wir hatten ja eh noch ein paar Tage. Achso, gut, genau, heute ist Donnerstag. Das war, ja gut, morgen noch und dann Wochenende frei. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Alles klar, Kepu, dann schlaf gut. Danke fürs Reinschauen. Du bist gerade vorbeigelaufen, als ich am Joggen war. So, dann jetzt schnell unter die Dusche. Da ist jemand sehr müffelig. Hast eh nichts zu tun, die Wollinchen. Na gut, wahrscheinlich ist es deswegen vorbeigelaufen. Und tschüss. Ist halt zeitlich gerade nicht so passend. Quaffi, Kumiau. Du Hund, ein Kuh miau. Wenn, dann Katze miau. Ja, ich glaube, genau, du kannst dann, wenn du fertig geduscht bist, dich auch mehr oder weniger direkt ins Bett hauen. Ja, ja gut, jetzt haben, wie gesagt, jetzt so ein bisschen die anderen Fähigkeiten gelitten, wie es aussieht. Plätscher, Plätscher. Ja, aber ich glaube, so langsam machst du dich ja, mein Lieber. Achso, platziere sie in der Welt, um sie dann zu posten. Achso, wir können es einfach hier hinhängen. Flupp. Dann schlaf mal schön. Aber ich glaube, du sollst aber wach sein, bevor das dann mit der Blase ansteht.
Ja, ja, ist okay, passt doch schon. So, genau, dann. Ja, genau, guck mal, dass du die Pizza aufisst, die hat Geld gekostet. Seit Tagen von kalter Pizza ernährt. Aber hatte ich ja auch schon gemeint, es ist auch sehr unrealistisch, dass halt so eine Pizza bei mir länger als 3 Tage hält. Also geschweige denn länger als einen Abend. Hast du schon fertig gelesen? Genau, iss mal fertig und danach kannst du dann hier noch eine Runde lesen. Hey, Pizza essen macht Spaß. Wup, wup. So, du brauchst aber auch relativ lang für so eine Pizza. Also beziehungsweise für ein Stück Pizza. Ist ja noch nicht mal eine ganze. Cool. Dann aufräumen, lesen. Irgendwann müssen wir auch noch eine Runde spielen, ne? Na gut, mal vielleicht dann für den nächsten Tag. Achso, oder wir steigen jetzt halt auf und dann war's das mit dem Wochenende. Das hat ja gerade bei den früheren Teilen das ja teilweise echt böse reingehaut, wenn du halt gerade von der Arbeit kamst, befördert wurdest und dann 3 Stunden später nochmal auf die Arbeit musstest. Ich glaube, das haben sie mittlerweile haben sie das ein bisschen abgeändert, dass das nicht mehr vorkommt. Aber bei den, ich glaube, bei den ersten Sims-Teilen war das noch so. So da mit einer Beförderung ziemlich Pech haben könntest, dass der dann quasi 2 Schichten hintereinander fahren musste. Hast du Musik angemacht? Gut. Das ist halt auch okay. Kann ich ja tatsächlich überhaupt nicht. Also wenn ich irgendwas lernen muss oder so, dann brauche ich Ruhe. Da ist Musik hören beim Lernen oder beim Hausaufgaben. Gut, da haben mich meine Eltern auch entsprechend erzogen, dass ich das nicht mache. Dass ich mich dann auch quasi voll auf die Hausaufgaben konzentriere und da nicht noch abgelenkt werde. Aber dementsprechend habe ich das dann auch jetzt beibehalten. Na guck mal, das könnte tatsächlich reichen. Na komm, mach das jetzt noch fertig. Ja, ja, in einer Stunde bei der Arbeit sein. Dann können wir zumindest mal noch die Videospiele anspielen, dann haben wir das zumindest mal gemacht. Vielleicht reicht es für einen Aufstieg. Ich könnte noch mal speichern. Im Moment läuft ja alles einigermaßen rund. Na, na, na? Ich glaube, es dauert doch zu lange. Juhu. Sehr schön. So. Gut, dann wärst du fertig soweit. Räum mal auf. Ja, komm, eine Runde geht noch. Dann hast du zumindest begonnen und dann... Mal schauen, wie das läuft, ob es reicht. Hast du irgendwelche Bedürfnisse? Oh, geht sogar.
Immerhin. Dann viel Spaß auf der Arbeit. Obwohl, naja, ich glaube, es braucht noch mindestens einen Tag, bis wir hier das erreicht haben. Von der Leistung. Aber hey, dann haben wir die Sachen soweit schon mal erledigt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann wird es wohl doch noch bis zum Montag dauern, bis wir aufsteigen. Ah ne, doch, reicht. Wupp, wupp. So. Sehr gut. Null im Programmieren. Ist eine Null im Programmieren. Er verdient jetzt 9 Dollar mehr die Stunde, beziehungsweise Simoleons, was einen Simoleon von insgesamt 47 Simoleons ergibt. Er hat zudem folgende Bonus erhalten, 500 Simoleons in der Computerfestplatte, wahrscheinlich mit 30 Megabyte oder so. Seine nächste Schicht beginnt am Montag um 10. Okay, cool. Ach, das geht auch noch? Okay. Ach, hier unten, wenn er... Okay, wenn er auf der Arbeit ist. Danke. So, dann lass uns doch mal gerade gucken. Als Belohnung. Was haben wir denn hier Schönes? Die sind halt auch nicht günstig, diese Computertische. Bleibt da echt nichts für so einen verdammten Tisch übrig. Genau, und gucken, ob er gegen Richtung Rot oder Grün geht. Danke. Dann warte ich lieber noch einen Tag. Ich kann ja schon meinen Schreibtisch, also Dings kaufen und dann wird der Computer gekauft, wenn, wenn das Geld dafür da ist. So, Stuhl dazu. Dieser fürs Tablet wird es reichen, aber ich will ja schon was Anständiges haben. Gut, das wäre dann das. Soweit. So, Grundstückwerk, bliblablub. Wo sind die ganzen Sachen, die ich mittlerweile gekriegt habe? Gönnt ihr mir gerade noch eine Pizza? Ich müsste noch ein bisschen mehr schelmische Aktionen und so Zeug machen. Aber ich habe ja auch die ganze Zeit keinen Kontakt gehabt. Haushaltsamt, achso, okay. Yarva? Disarbo? wo sind denn die Sachen, die ich jetzt gekriegt habe? Können wir Pizza, ein Selfie mit der Pizza machen? Fürchte nicht. Außer im Baumodus. Da war, glaube ich, auch nichts.